Die Profimannschaft des VfL hatte Länderspielpause und trotzdem wurde am Wochenende in der Volkswagen Arena so richtig gefeiert. Die ersten 52 Absolventen in der Geschichte des VfL Campus haben am Freitag ihren Abschluss zelebriert. Im Logenbereich des Stadions erhielten die Studierenden des Gründungsjahrgangs von 2015 von Geschäftsführer Thomas Röttgermann ihre Zertifikate für die erfolgreich absolvierten Weiterbildungen im Fußballmanagement und Sportbusinessmanagement. Katrin Lehmann, Geschäftsführerin des Sportbusiness Campus, zu dem auch die Einrichtung des VfL gehört, führte charmant durch die Veranstaltung und machte nach der Zeugnisübergabe noch einmal deutlich, worauf es am VfL Campus ankommt. Also einerseits steht der VfL Campus natürlich für die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Wir haben die Top-Experten vom VfL Wolfsburg und aus dem Netzwerk des VfL Wolfsburg. Wir öffnen sozusagen die Türen in die Büros, sie erzählen, wie es wirklich ist, und wir haben die Kombination zur Wissenschaft in einer absolut einzigartigen Atmosphäre. Man studiert hier im Stadion, in den Logen, im VIP-Bereich. Also man riecht und spürt, wo Sportbusiness passiert, und das ist einmalig am VfL Campus. 8 Sportbusiness-Manager und 44 Fußballmanager hat das erste Jahr am VfL-Campus hervorgebracht. Eine von ihnen ist Rita Albrecht-Zander. Sie wurde als Jahrgangsbeste der Sportbusiness-Manager ausgezeichnet und hat die Zeit am Campus vor allem wegen der tollen Atmosphäre genossen. Sehr spannend, wertschätzend, ganz viel Respekt. Die Gruppe sind ja relativ viele jüngere Leute jetzt im Vergleich zu mir, aber jeder wurde akzeptiert, und in unserer Gruppe war so eine Kraft. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, herzukommen. Und du hast wirklich gewartet. Gut, die Arbeitsschreiben war das eine, aber der Termin hier und die Leute wieder zu sehen und gemeinsam die Dinge zu erarbeiten, das hat wirklich Spaß gemacht für alle. Auch unter den Wölfe-Fußballern gab es erfolgreiche Absolventen. Marcel Schäfer, Christian Tresch, Malcolm Badu und Julian Klamt sind nun ebenfalls Fußballmanager. Das gilt auch für Marcel Haag, der nicht nur als Jahrgangsbester Fußballmanager abschloss, sondern im kommenden Jahr auch einen Lehrauftrag am Campus erhält. Allen, die Interesse an einer Ausbildung am VfL Campus haben, rät er: Auf jeden Fall mache. Und warum? Weil man so viel Inhaltliches mitnimmt. Die Dozenten einfach super waren, man viel hinter die Kulissen gucken kann durch die Gespräche mit den Dozenten vom VfL Wolfsburg oder auch die Kaminabende, wenn Klaus Allofs oder eben Herr Röttgermann hier sind, dann ist das schon super. Der angesprochene Geschäftsführer Thomas Röttgermann zeigte sich ebenfalls begeistert von den Ergebnissen der ersten Absolventen am VfL Campus und blickt dementsprechend optimistisch in die Zukunft. Die Nachfrage ist ungebrochen und es passt zu uns und das, was wir damit erreichen wollten, nämlich glaubwürdig auch für Bildung zu stehen und gleichzeitig auch für uns auch ein Netzwerk zu schaffen und auch noch Sympathien auszulösen bei den Studierenden. Das hat voll funktioniert. Im September 2015 haben sie angefangen. Gut ein Jahr später bilden 52 Männer und Frauen den ersten Abschlussjahrgang am VfL Campus. Getreu dem Motto: Fußball ist alles, Bildung ist alles.